Also es gibt wirklich so viele Anzeigen, die alle explizit nach einer alleinerziehenden Mutter suchen. Täter und Täterinnen nutzen immer alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Bin geil, zeig dich. Ich möchte nicht meine Brüste zeigen. Wow, guck mal, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wie weit würdest du gehen mit deiner Kleinen? Und frag mich jetzt nicht, was mir gefallen würde. Du sollst schreiben, was du machen würdest. Krass. Und der User heißt, sag's nicht Mami. Bist du jetzt abgekommen? Okay, aber ich habe dir gesagt, meine Tochter ist 7. Und das schien aber kein Problem für dich zu sein. Dann habe ich diesen Chat geöffnet und habe halt gesehen, dass da jemand, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht wer, meine Tochter anschreibt. Ob sie ihm denn da mal Bilder schicken könnte von sich. Was denn für Bilder? Sollen das gemalte? Also soll ich dir ein Bild malen? Weil sie war ja 10. Und da war seine Antwort, nee, von Brüsten und vom Geschlechtsteil. Und das war für mich dann schon so ein Punkt, wo es mir ein bisschen schlecht wurde. Als Sandras Tochter 10 wurde, bekam sie ihr erstes Handy. Nur 3 Monate später wurde sie Opfer von Cybergrooming. Cybergrooming ist, wenn Erwachsene über das Internet Minderjährige anschreiben, mit dem Ziel, sexuelle Kontakte anzubahnen. Sie hat dann eine WhatsApp-Gruppe gehabt, das wusste ich von ihrer Klasse. Irgendwann abends, da war ich und meine Mutter, waren da und sie war in der Nähe und hatte eine Sprachnachricht abgehört. Das klang halt einfach ein bisschen komisch, weil die Stimme sehr alt klang. Sie meinte dann zu mir erst, es wäre ein Schulkamerad von ihr. Dann habe ich gesagt, ich würde aber schon gerne wissen, wer das ist. Da war dann ein Bild von ihm und der war wesentlich älter als sie. Und dann habe ich gesagt, okay, zu meiner Tochter, das geht mir jetzt zu weit. Und woher sie denn kennt? Und dann meinte sie zu mir, er ist irgendwann einfach in dieser Gruppe gewesen, von ihrer Klasse. Sandra wurde skeptisch und hat den Chat selbst fortgesetzt. Sie hat sich als ihre damals 10-jährige Tochter ausgegeben und den Mann gefragt, was er bei einem Treffen machen wollen würde. Also wenn sie sich treffen würden, dann wollte er sie küssen und berühren. Und wie hast du dich als Mutter gefühlt, als du davon erfahren hast? Also man hat dann schon ein schlechtes Gefühl, wenn man sich selbst den Vorwurf macht, hätte ich es doch, was weiß ich, öfter mal da reingeguckt. Mhm. Was wäre gewesen, wenn ich es nicht gemerkt hätte? Also wie weit wäre das gegangen? Mhm. Wie weit hätte er sie bedrängt? Sandra hat den Vorfall direkt der Polizei gemeldet. Die Polizei konnte den Mann identifizieren und hat sein Handy beschlagnahmt. Eine Straftat konnte aber nicht festgestellt werden, weil noch nichts Schlimmeres passiert war. Ich heiße Philippa, bin Journalistin und selbst auch Mutter. Für diesen Film möchte ich wissen, wie sicher das Internet für Kinder wirklich ist. Der Gesetzgeber hat erkannt, dass Cybergrooming und die Verbreitung von Kinderpornografie ein ernstes Problem sind. Die Gesetze wurden verschärft. Seit 2020 ist bereits der Versuch, auf ein Kind sexuell einzuwirken, strafbar. Doch was hat das gebracht? Sind Kinder im Netz genug geschützt? Was denkt ihr darüber? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vorweg eine Warnung. In diesem Film geht es um Kindesmissbrauch. Es werden Tricks von Pädokriminellen beschrieben, wie sie versuchen, an Kinder zu kommen. Und es werden explizite Chatnachrichten zitiert. Meine Recherche beginnt in den sozialen Netzwerken. Ich habe vorhin ein Twitter-Profil entdeckt, wo die Person auf dubiose Anzeigen bei Koka hinweist. Koka ist eine Plattform für Kleinanzeigen mit mehr als 200.000 Besuchern pro Tag. Man kann hier unter anderem Sachen kaufen und verkaufen, den Partner fürs Leben suchen und es gibt sogar eine Erotik-Rubrik. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Doch immer wieder stoße ich auf Anzeigen, in denen User gezielt nach alleinerziehenden Frauen mit Kindern suchen. Du bist eine sinnliche alleinerziehende Mutter und deine Göre tanzt dir auf der Nase herum. Du benötigst eine strenge Hand, die dich unterstützt. Oder eine andere, in der steht, suche Alleinerziehende ab 21 mit kleiner Tochter für Kuschelabende. Gebe gutes Taschengeld, bin männlich, 37. Ich will wissen, was es mit diesen Anzeigen auf sich hat. Während ich recherchiere, wird mir von einem Informanten etwas zugespielt. Eine Zusammenfassung eines Handbuchs für Pädophile. Schon der Besitz eines solchen Handbuchs kann mit bis zu 2 Jahren Haft bestraft werden.
Das Handbuch ist quasi ein Ratgeber, wie man als Pädophiler schnell in Kontakt mit Kindern kommen kann. Es gibt mehrere davon. Sie sind zwar verboten, kursieren aber unter anderem im Darknet. Hier steht zum Beispiel, there are five main ways for a pedophile to find children. Alleinerziehende Mütter stehen an erster Stelle. Also der einfachste Weg laut diesem Handbuch für Pädophile ist es, über alleinerziehende Mütter an Kinder zu kommen. Und der Grund dafür ist, dass anscheinend alleinerziehende Mütter laut diesem Handbuch bedürftig sind. Sie sind available, also sie sind verfügbar. Und man kann dann der fürsorgliche Stiefpapi sein, der zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmert. Plötzlich wird mir klar, was es mit den Suchanzeigen nach alleinerziehenden Müttern auf sich haben könnte. Der Kontakt zu den Kindern. Über Wochen suche ich immer wieder mal nach Anzeigen auf Quokka oder ähnlichen Plattformen wie Markt.de oder eBay Kleinanzeigen. Vor allem Markt.de hat ein Dutzend solcher Inserate. Männlich sucht Alleinerziehende, die es besonders schwer haben. Und das ist eigentlich genau eins zu eins, was hier in dem Handbuch steht. Hier steht genau das, dass das der Grund ist, warum alleinerziehende Mütter die perfekten Opfer seien, weil sie eben bedürftig sind, weil sie Liebe brauchen. Was steckt hinter der Strategie aus dem Handbuch? Die Psychotherapeutin Elisabeth Quentler-Adamo arbeitet mit Pädophilen und Pädokriminellen zusammen. Sie ist Teil des Netzwerks Kein Täter werden, eine Präventionsplattform für Menschen, die sich zu Kindern hingezogen fühlen. Sie hat mal einen Fall betreut, bei dem ein pädophiler Täter über den Kontakt zur Mutter ein Kind missbraucht haben soll. Also im Nachhinein hat das mal einer meiner Patienten in Haft berichtet, dass er also schon mehr oder weniger auf der Suche war nach einer Frau, die eben ein Kind hat, weil seine Erregbarkeit vorrangig sich auf Kinder bezogen hat. Der hat das im Nachhinein eingeräumt, hat aber auch gesagt, dass er zu diesem Zeitpunkt damals das vor sich selbst auch schön geredet hat und geheim gehalten hat. Also das heißt, gar nicht diese Bewusstheit hatte und gesagt hat, so jetzt suche ich mir eine Frau mit Kind, sondern er dann halt das für überzufällig so ein bisschen erklärt hat und dann aber tatsächlich auch den Übergriff begangen hat. Nach dem Gespräch entdecke ich bei Markt.de eine Anzeige, die ich besonders auffällig finde. Ich bin ein ansehnlicher und gebildeter Mann, der auf die 30 zugeht und suche eine hübsche Single-Mutter, die eine Tochter hat. Und der User heißt Sag's nicht Mami. Für mich klingt der Username eindeutig nach jemandem, der pädophile Neigung haben könnte. Ich finde es so krass als Mutter, wirklich, weil ich jetzt überall Gefahren wittere. Seitdem ich diese Recherche mache, man hat einfach plötzlich so Angst um seine Kinder, weil man das Gefühl hat, die können wirklich überall sein. Und es kann jeder sein. Ist Sag's nicht Mami eventuell auch ein Pädophiler, der über Anzeigeplattformen versucht, an Kinder zu kommen? Ich schreibe den Account an. Ich gebe mich als eine alleinerziehende Mutter einer 7-jährigen Tochter aus und komme mit dem User ins Gespräch. Für diesen Film nennen wir ihn Mark. Mark erzählt mir von seinen Fetischen. Zum Beispiel stehe er sehr auf DDLG, kurz für Daddy Dom Little Girl. DDLG ist eine Art Rollenspiel, bei dem sich die Geschlechtspartnerin während des Sex wie ein Kind verhält. Wie gesagt, ein Rollenspiel. Doch so wie Mark mir von seinem Fetisch erzählt, wird mir nicht klar, ob er mit mir oder meiner erfundenen Tochter Sex haben möchte. Aber Papi sein dann doch eher mit jemandem Jüngeres. Bin ja älter als du. Oder ist das egal? Hab da nicht so viel Erfahrung. Ich hatte mir den DDLG-Aspekt weniger in Bezug auf dich vorgestellt, sondern eher der Papi deiner Tochter zu sein und das ins Spiel mit dir einbauen zu können. Immer wieder führt er die Unterhaltung zurück auf meine ausgedachte Tochter. Aber meint er das Ganze nur als Spiel oder meint er es wirklich ernst? In der Zwischenzeit hat mir ein weiterer Mann geantwortet. Er nennt sich Chris. Er schreibt, dass er alleinerziehende Mütter geil findet und fragt mich, ob ich zu einem Treffen mit ihm meine Tochter mitbringen würde. Bin Chris, stehe auf alleinerziehende Mütter, weil ich selber keine Kinder mehr will. Und ich suche eine, die offen, locker und hemmungslos ist. Auch zu Hause, wenn die Türen auf sind. Was meinst du mit locker und hemmungslos? Hast du denn schon Kinder? Na, dass wenn ich dich mal durchs Bett schiebe, die Tür halt auch offen sein kann und das gesehen wird. Oder du spontan bläst, wenn jemand zuguckt. Nee, hab keine Kinder. Reicht ja, wenn du eine Tochter hast. Mich schockieren diese Chats. Warum schalten die Leute solche Anzeigen gerade auf Markt.de, einer erstmal unscheinbaren Plattform? Julia von Weiler leitet die Organisation Innocence in Danger.
eine NGO, die sich gegen sexuellen Missbrauch von Kindern einsetzt. Täter und Täterinnen nutzen immer alle ihnen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Sie gehen dorthin, wo sie leicht Zugriff auf Kinder und Jugendliche haben. Das sind Babysitterdienste, das sind die Suche nach alleinerziehenden Müttern oder Vätern, wo ich mich gut in ihr Leben reinfummeln kann. Während des Interviews schreibt mir Chris. Wow, guck mal, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wie weit würdest du gehen mit deiner Kleinen? Und frag mich jetzt nicht, was mir gefallen würde. Du sollst schreiben, was du machen würdest. Ja, also das ist Teil der Manipulation. Das ist die Einladung an sie, anzufangen, mit ihm darüber zu fantasieren, inwieweit sie ihre 7-jährige Tochter in sexuelle Handlungen mit ihm teilhaben lassen würden. Das, was sie von diesem Chat gerade geschildert haben, ist klassisches Grooming, die Manipulation hin zu sexualisierten Gewalthandlungen. Warum ist es so schwierig, in solchen Fällen zu ermitteln? Cybergrooming können Sie eigentlich als Ermittler nur dann rausfinden, wenn es in irgendeinem öffentlichen Chat stattfindet. Aber sobald wir beide auf eine private Kommunikation, auf einen Ende zu Ende verschlüsselten Kommunikationsweg ausgestiegen sind, kann ich das eigentlich von außen nicht mehr einsehen. Allein von 2019 bis 2021 hat sich die Zahl der Cybergrooming-Fälle laut BKA mehr als verdoppelt. Von 1754 Fällen auf 3539. Behörden und NGOs gehen aber davon aus, dass die Dunkelziffer weitaus größer ist. Einer Studie zufolge wurde bereits jeder vierte Minderjährige im Internet von Fremden kontaktiert. Und eine wundervolle Möglichkeit für Täter und Täterinnen ist das Smartphone. In dem Moment, in dem ich die Brücke in ihr Smartphone habe, habe ich zu jeder Zeit den ungestörten Kontakt zum Opfer. Morgens, mittags, abends, egal wo, ich habe ständig Zugriff. Laut Julia von Weiler seien soziale Netzwerke sowie Gaming- und Chatplattformen besonders beliebte Orte für Täterinnen und Täter. Am Landgericht München wird gerade ein Fall verhandelt, in dem laut Staatsanwaltschaft ein Mann über den Chatdienst knuddels.de und die Datingplattform MySugarDaddy Kontakt zu Kindern und Jugendlichen aufgebaut hat. Es geht hier um einen Fall von bundesweitem Grooming. In diesem Fall ist es so, dass ein 51-jähriger Mann aus Thüringen, der in München wohnt, eben über ganz Deutschland verteilt Jugendliche und Heranwachsende kontaktiert hat. Mädchen, also in der Regel 13, 14 Jahre alt, und mit ihnen gegen Versprechen von Geld oder eben Aufmerksamkeit mit ihnen sexuelle Inhalte ausgetauscht hat. Es kam leider dann auch zu echten Treffen, bei denen es zu Sexualstraftaten kam. Und anlässlich der dann durch uns erfolgten Durchsuchung haben wir auch noch Kinderpornografie gefunden, Videos und Bilder. Im Gerichtssaal wird die Anklageschrift verlesen. Zu hören, was der mutmaßliche Täter den Mädchen angetan haben soll, ist für mich nur schwer erträglich. Unter anderem soll er damals 12- bzw. 13-jährigen Mädchen Nachrichten wie diese geschrieben haben. Dann habe ich mit einem Kind Sex, wenn wir im Bett liegen zusammen. Darf man als 12-Jährige? Bin ja dein Freund. Ein damals 13-jähriges Mädchen soll in dem Chat geschrieben haben, dass sein Verhalten pädophil sei. Das soll der Angeklagte verneint haben. Weil pädophil heißt mit kleinen Kindern, also welche, die 5 oder 9 Jahre alt sind. Also ist das mit uns nicht pädophil. Ich kenne mich aus. Für Kinder und Jugendliche ist es sehr einfach, auf Chatplattformen zu kommen, die eigentlich erst ab 18 sind. Ein paar Klicks und sie könnten sich in den gleichen Chaträumen befinden wie Pädokriminelle. Es gibt selten Moderation und kaum Alterskontrollen. Wie auf der Videochat-Plattform Omegle. Sie ist bei Kindern und Jugendlichen aktuell sehr beliebt. Auf TikTok hat der Hashtag Omegle bis zu 5 Milliarden Aufrufe. Bei Omegle wird man per Zufallsprinzip mit einer fremden Person irgendwo auf der Welt verbunden und kann mit ihr reden und schreiben. Omegle existiert schon seit 2009, feiert aber gerade ein Revival. Wir gucken uns die Plattform mal genauer an und starten einen Selbstversuch. Meine Kollegin Rabea gibt sich als 13-Jährige aus und hängt für eine halbe Stunde auf Omegle ab. Sie muss nur einmal anklicken, dass sie 18 ist und schon wird sie mit dem ersten User verbunden. Geht's jetzt los? Hi. Hallo. Wie geht's? Gut, ich bin eben von der Schule gekommen. Bist du im Auto? Was machst du denn? Taxifahrer. Welche Schule gehst du? Ich gehe aufs Gymnasium. Ach so, okay. Welche Klasse? Siebte. Siebte Klasse? Ja, ich bin 13.
Wie alt bist du denn? 41. Was suchst du hier so? Ich will einfach Leute treffen, kennenlernen. Was suchst du denn? Ja, sage ich dir jetzt, glaube ich, lieber nicht, da du ja noch so jung bist. Wieso? Was meinst du? Ich zeige gern was. Ich spiele gern an mir rum. Okay. Weiß ich irgendwie gar nicht, was ich sagen soll. Ach, ich sitze hinten, da ist alles schön abgedunkelt. Und ich bin auf einem Waldparkplatz. Da sieht's keiner. Okay. Und dafür gehst du hier auf Omegle? Ja, weil es gibt dann viele, die mitmachen und das ist dann schön. Okay, krass. Ja. Weiß ich gar nicht. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch. Ja, klar. Verstehe ich. Krass, wie schnell das losgeht. Du bist ja so direkt drin. Also ich habe gezittert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wäre ich 13 gewesen tatsächlich, hätte es mich, glaube ich, absolut fertig gemacht. Du musst ja nur einmal das Häkchen setzen, ja. Weil ich bin über 18 und wer prüft denn das nach? Obwohl Omegle auf seiner Seite schreibt, sie würden Nacktheit explizit verbieten, bekommen wir zweimal ungefragt einen Penis zu sehen. Auch nachdem wir gesagt haben, dass wir erst 13 Jahre alt sind. Was machst du da? Und meine Kollegin wird aufgefordert, ihren Körper zu zeigen. Bin geil. Zeig Titten. Ich möchte nicht meine Brüste zeigen. Während unseres Selbstversuchs treffen wir aber auch auf einen Mann, der es nicht so gut findet, dass eine 13-Jährige auf Omegle abhängt. Geh woanders hin, du spinnst, hat er geschrieben. Spinnst du? Was machst du hier? Doch die meisten Männer auf Omegle wollen mit uns sexuellen Kontakt aufnehmen. Obwohl wir in jedem Chat mehrfach erwähnen, dass wir erst 13 Jahre alt sind. Der letzte Mann überschreitet die Grenze zum Strafbaren offensichtlich mehrfach. Kennst du das Spiel Mütze Glatze? Mütze Glatze? Nee, kenne ich nicht. Willst du wissen, wie es geht? Ja, aber ist das was Schlimmes, weil ich bin erst 13? Nein. Und jetzt Mütze Glatze, Mütze Glatze. Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Okay. Lustiges Spiel, oder? Mütze, Glatze. Der Mann hat seine Vorhaut hoch und runter gezogen. Er wollte uns anscheinend spielerisch zeigen, wie er masturbiert. Doch dabei sollte es nicht bleiben, wenn es nach ihm ginge. Soll man spucken lassen? Wie spucken? Ja, Ella, ob er spucken soll. Weiß ich nicht. Ich bin erst 13. Aber Ich bin erst 13, ne? Ja. Jetzt weißt du, was Mütze Glatze ist. Und wenn du spuckst, dann weißt du es auch. Ja, ich glaube, ich möchte gar nicht. Nicht? Nee. Tschüss. Das war ja so krass, ja. Das war wirklich krass. Ich habe dreimal gesagt, ich bin 13. Ew. Es hat ihn gar nicht beeindruckt. Er hat sich weiter schön einen runtergeholt. Das war wirklich krass. Fand das, glaube ich, ganz gut. Wir haben insgesamt mit 10 Männern gesprochen und in 7 Fällen wurden wir sexuell belästigt. Nach unserem Selbstversuch haben wir Omegle kontaktiert und wollten wissen, was die Plattform gegen sexuellen Kindesmissbrauch tut. Omegle nimmt die Sicherheit der Nutzerinnen und Nutzer extrem ernst. Obwohl sie allein für ihr Verhalten bei der Nutzung der Webseite verantwortlich sind, hat Omegle freiwillig Dienste zur Inhaltsmoderation eingeführt, die sowohl KI-Tools als auch menschliche Moderatoren verwenden, die bei einem Drittanbieter unter Vertrag genommen wurden. Bei unserem Selbstversuch haben weder künstliche Intelligenz noch menschliche Moderation geholfen. Was die digitalen Medien auch noch mal verändert haben, ist die Möglichkeit, aus der Ferne Kinder und Jugendliche vor der Kamera zu missbrauchen. Das ist das, was wir Livestream-Missbrauch nennen. Die Abbildungen, die dabei entstehen, nennen die Strafverfolger selbstgenerierte Missbrauchsabbildung. Das bedeutet nichts anderes als, ich habe meine Webcam angemacht und habe mich selber quasi gefilmt. Selbstgeneriert bedeutet nicht freiwillig und selbstgeneriert bedeutet auch nicht, ich bin auf die Idee gekommen. Bei sogenannten selbstgenerierten Missbrauchsabbildungen werden Kinder und Jugendliche von Erwachsenen also gezielt dazu animiert, die Kamera anzumachen und sexuelle Aktionen durchzuführen. Laut der Internet Watch Foundation, einer Meldestelle für sexuellen Missbrauch im Internet, hat sich die Anzahl an Webseiten, auf denen diese selbstgenerierten Missbrauchsabbildungen zu sehen sind, von 2019 bis 2021 verfünffacht. Für Täterinnen und Täter ist es anscheinend total einfach, durch Apps und Plattformen wie Omegle bis ins Kinderzimmer zu kommen, in ihren vermeintlichen Safe Space.
In der Zwischenzeit habe ich weiter mit dem User Sag's nicht Mami geschrieben, den ich über Marc.de kennengelernt hatte. Wir verabreden uns zum Telefonieren. Hallo. Hey. Sag mal, ich wollte dich eh nochmal fragen zu, genau, einfach so, wie du dir das genau vorstellst. Ja, grundsätzlich. Also, ich hatte ja schon so ein bisschen geschrieben, dass ich die Idee ganz schön fand, mal mit einer echten Mama was zu haben, weil ich das bisher immer nur aus Roleplay die Erfahrung habe. Mhm. Und ich würde dann meine Tochter mitbringen, oder? Wie ist das genau? Ja. Mhm. Und dann, wir würden ja im Hotel wohnen und dann, die wäre dann dabei, wenn du vorbeikommst? Oder wie würden wir das machen? Ja. Zur Erinnerung, im Chat wollte er meine Tochter ins Spiel mit mir einbauen. Für mich ist es schwer, damit umzugehen, dass er immer wieder versucht, mich dazu zu kriegen, bei seiner Fantasie mit meiner Tochter mitzumachen. Ich krieg so das nicht in meinen Kopf, dass Menschen sowas machen. Das ist für mich so, ich kann es einfach nicht glauben. So, wie macht man sowas? Wie kann man Kinder missbrauchen? Wie kann man diese Form von Gewalt an Kindern ausüben? Nach unserem Telefonat hat Marc mir weiterhin geschrieben. Diesmal fragt er, ob ich bisexuell bin. Und dann wird es krass. Masturbierst du? Klar, wer tut das nicht? Hast du dabei schon mal an deine Tochter gedacht? Nach dieser Nachricht will ich Marc konfrontieren. Wir verabreden uns in der Nähe seines Wohnortes auf einem öffentlichen Platz. Aus Sicherheitsgründen haben wir zwei Security-Männer dabei, die das Ganze beobachten und im Ernstfall einschreiten. Während ich warte, schreibe ich Marc, dass ich eine beige Cappy trage, damit er mich erkennen kann. Er fragt, ob ich alleine bin. Ich bin nervös. Ich glaube, das ist der. Hey. Bist du da? Komm. Ja. Ich enttarne mich direkt und sage, dass ich Journalistin bin. Ich bin innerlich darauf vorbereitet, dass er jeden Moment gehen wird. Doch dann kommt es anders. Er sagt mir entgegen meiner Erwartung einem Interview zu. Mit dem Versprechen, ihn unkenntlich zu machen, setzen wir uns auf eine nahegelegene Bank. Okay, aber wie hast du dir das denn vorgestellt, wenn wir uns jetzt getroffen hätten im Hotelzimmer meiner Tochter? Ich meine, dann ist ja meine Tochter anwesend. Ich muss sagen, ich hatte da wirklich gar keine konkreten Vorstellungen. Okay, aber diese Fantasie, mit einem Kind Sex zu haben, ist schon dabei. Also, ich finde Kinder nicht sexuell anziehend. Man hat, auch wenn man DDLG-Roleplay macht, schläft man mit einer Frau. Es geht mir so mehr drum, ja, was Verbotenes zu machen. Schon, aber in einem Rahmen, wo es eher um Vertrautheit geht. Okay, aber ich habe dir gesagt, meine Tochter ist 7. Ne? Ja. Und das schien aber kein Problem für dich zu sein. Auch nicht am Telefon. Wir haben ja zusammen telefoniert. Ja. Und da habe ich ja nochmal nachgefragt, ob du wirklich willst, dass ich mit meiner Tochter komme. Und ob wir uns in einem Hotelzimmer treffen und zusammen kuscheln. Und da hast du gesagt, ja. Ja, und dann ist das auch okay, wenn wir da ein bisschen kuscheln. Aber ich denke, es ist nochmal was anderes, als zu sagen, ich will, dass deine Tochter dabei ist und will mit der irgendwelchen Krempel machen. Was ich tatsächlich mehr interessant finde, das ist dieses Familiäre vielleicht. Vater, Tochter? Ja, genau. Diese enge Bindung, die man hat. Ja, so das Machtverhältnis überhaupt. Ja, ja. Mein Eindruck ist, dass Marc in seinen Äußerungen ganz bewusst vage bleibt, um sich nicht strafbar zu machen. Doch nach dem Interview erzählt er mir, dass ihn auch viele seiner Ex-Freundinnen auf seine Neigung angesprochen hätten. Später schreibt er mir noch, er würde solche Anzeigen nicht mehr aufgeben. Unabhängig von Marcs Neigung, nicht immer sind Pädokriminelle auch pädophil, erklärt uns die Psychotherapeutin Elisabeth Quentler-Adamo. Da kann man sagen, dass ungefähr 40% der verurteilten Sexualstraftäter, die ein Delikt an Kindern beging, tatsächlich eine pädophile Störung haben, pädophil sind, und 60% hingegen das nicht haben. Also das heißt, das wären die sogenannten Ersatzhandlungstäter, die ohne eine sexuelle Erregbarkeit auf Kinder trotzdem sexuelle Übergriffe begehen, aus anderen Gründen, mit anderen Motiven. Zum Beispiel mit dem Wunsch, Macht auszuüben. Auch Chris, der von mir wissen wollte, wie weit ich mit meiner Tochter gehen würde, habe ich konfrontiert. Ich habe ihn gefragt, warum er auf Marc.de Alleinerziehende mit Töchtern sucht. Bis Redaktionsschluss habe ich keine Antwort von ihm erhalten. Wir konfrontieren Marc.de mit unseren Rechercheergebnissen.
Was unternimmt die Plattform gegen solche Anzeigen? Markt.de schreibt uns, das Unternehmen habe eine eigene Abteilung, die sich mit Pädokriminalität beschäftige und mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeite. Um verdächtige Nutzer zu erkennen, nutze die Seite KI-basierte Systeme. Dennoch schreibt uns Markt.de, dass es mit genügend krimineller Energie möglich sei, diese Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen. Ich habe für diesen Film tief in menschliche Abgründe geblickt und herausgefunden, welche Strategien Pädokriminelle nutzen, um in Kontakt mit Kindern zu kommen. Dass es Pädokriminelle gibt, die im Internet gezielt nach Kindern suchen, war mir auch vor meiner Recherche klar. Was mir neu war, ist die Tatsache, wie einfach es ihnen von bekannten und viel genutzten Plattformen gemacht wird. Und mit welchen perfiden Tricks sie vorgehen. Die mutmaßlichen Täter schaffen es dadurch praktisch bis in das heimische Kinderzimmer. Diese Strategien sind auch Behörden und Ermittlern bekannt. Doch weil sie oft nicht an die Kriminellen rankommen und die Plattform ihre Nutzer nicht genug kontrollieren, müssen die Eltern noch genauer auf ihre Kinder aufpassen. Klickt hier für eine andere Vollbildfolge mit mir zum Thema Deepfake-Pornos. Mein Team und ich sind der Frage nachgegangen, welche Gefahren die Deepfake-Technologie besonders für Frauen birgt. Außerdem kommt ihr hier zu einem Video von ZDF Frontal. Die Kollegen haben das pädokriminelle Netzwerk Boys Town aufgedeckt. Tipps, wie ihr eure Kinder besser schützen könnt, findet ihr in der Videobeschreibung. Und ihr solltet den Kanal unbedingt abonnieren, denn in der nächsten Vollbildfolge geht es um ein Thema, das uns alle betrifft: Nachhaltigkeit bei Online-Shops.